Elend! It's wonderful that Snow White, where are the dwarfs? They're probably playing hide and go seek. They play that all day long. I will. Hier auf dem Marktplatz von Disneyland wird schon längst Weihnachten gefeiert, wie man an dem Baum sehen kann. Und hier gibt es wunderschöne kleine Geschäfte. Ich drehe mich mal ein bisschen, damit ihr das seht. Da zum Beispiel von Alice im Wunderland den Mad Hatter, den verrückten Hutmacher. Vor allem gibt es hier kleine Kinder. Wenn ich jetzt die Hexe von Hänsel und Gretel wäre, dann würde ich, aber Hänsel und Gretel ist nicht von Disney. Disneyland wurde 1955 in Anaheim eröffnet und war somit der erste Disney-Park. Hinter mir steht der sagenumwobene Walt Disney mit seiner Kreation Mickey Mouse. Mal die ganzen kleinen Rides an. Das heißt Pinocchio, Schneewittchen und Cinderella zum Beispiel. Kommt mit! Das berühmte Märchenschloss ist natürlich aus Dornröschen. Die Rides von Dornröschen, Cinderella, Schneewittchen und Pinocchio wurden natürlich für die kleinsten Kinder entwickelt. Als Großer hat man aber trotzdem Spaß. Und vor allen Dingen muss man nur in die Kinderaugen in Disneyland blicken, um sich selber wieder als Kind zu wissen. Wer errät, welche Figur ich da von hinten sehe? Peter Pan's Flight! Peter Pan war damals eine meiner absoluten Lieblingsfiguren. Ich wollte wie er sein. Einfach über den Wolken fliegen und eine neue Perspektive bekommen. Hier werden die Geschichten von Schneewittchen erzählt. Die gruseligen Geschichten. You're the fairy godmother. I am! Zalakadula, Mishikabula, Bibbidi Babbidi Boo! Wir haben uns einen Fastpass geholt für Star Wars und das gucken wir uns jetzt mal an. Ich bin ja so ein bisschen mit Höhen. Da hinten ist jemand, den ich kenne. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zur Wasserrutsche. Ich befinde mich gerade in New Orleans. Naja, nicht wirklich, aber zumindest in einer Nachbildung vom französischen Viertel von New Orleans. Jetzt hier im Haunted House. Die Geisterbahn von Disneyland, das sogenannte Haunted House, wird diesmal bevölkert von Figuren aus Nightmare Before Christmas. Meine Lieben, wir sind jetzt im Adventureland und jetzt gucke ich mir mal die Dschungel-Expedition an. Auf einem Boot geht es für ungefähr 10 Minuten quer durch den Dschungel, vorbei an Elefanten, Gorillas, Schlangen, noch mehr Elefanten, Zebras, Giraffen und anderen Urwaldtieren. Das war wirklich ein toller Ride, auf jeden Fall zu empfehlen. Jeden Abend um 5 Uhr gibt es eine gigantische Parade, in der alle Disney-Figuren rumtanzen und mit dem Publikum um die Wette lachen. Ich bin jetzt in der Teetasse von Alice im Wunderland. Mein größter Tipp für euch ist, dass wenn man hier hinkommt, auf jeden Fall bis spät nachts bleiben soll, weil dann sind die Rides gar nicht mehr so viel
verschlängelt, also gar nicht mehr so viel Schlange bei den Rides. Und vor allen Dingen wird es auch endlich romantisch und wunderschön. Und um 11 Uhr nachts schließlich die allerletzte Attraktion, It's a Small World. Vorbei, das war's. 13 Stunden lang Disney. Ich kann nicht mehr. Wiedersehen. Hi. Mein Fazit nach einem ganzen Tag Disneyland ist auf jeden Fall früh kommen, um die ganzen Rides zu genießen und sehr spät bleiben, um dann spät nachts die ganze Romantik des Parks noch zu spüren. Es war ein wundervolles Erlebnis und wenn ihr mal dahin geht, möchte ich eure Fotos. Bitte schickt mir die. Dankeschön, tschüss!